Er kam zu Saisonbeginn nach Berlin, Sebastian Langkamp. Seitdem gibt er der Hertha-Abwehr enorme Stabilität. Sein Einstieg ist gelungen. Der 25-Jährige kommt aus der Bayern-Jugend und hat Erfahrung in Hamburg, Karlsruhe und Augsburg gesammelt. Hertha soll für ihn der nächste Karriereschritt werden. Ja, für mich persönlich ist das eine sehr, sehr wichtige Station, weil ich mich auch persönlich weiterentwickeln wollte. Und ich glaube, dass Hertha da ein gutes Pflaster dafür ist, für mich persönlich, aber auch eine sehr, sehr homogene, stabile Mannschaft habe ich vorgefunden, auch schon in der Vorbereitung. Ich glaube, ich kann für jeden Neuzugang sprechen, dass man sehr gut integriert wurde. Wir sind, glaube ich, aber auch pflegeleicht, von dem her macht es das ein bisschen leichter. Leichter haben ihn den Einstieg vielleicht auch die bekannten Gesichter gemacht. Jos Luhukay, Hashime Hosogai und Marcel Njenk kennt Langkamp schon aus Augsburg. Der Trainer wollte Sebastian unbedingt haben, hat ihn zur festen Größe in der Innenverteidigung gemacht. Hat er sich denn seit der Augsburger Zeit noch verbessert? Ich glaube schon. Alleine in Augsburg war er treffsicherer. Also in Augsburg hat er schon mal das ein oder andere Standardtor erzielt. Und ich hoffe, dass er das noch bei uns macht und da hinzulegt. Dann haben wir auch noch Freude daran, dass er nicht nur Defensivverhalten für uns versucht zu haben, sondern auch das Offensivere mit noch nimmt in sein Spiel. Ob nun offensiv oder defensiv, Langkamp profitiert von seinen körperlichen Voraussetzungen. Er hat quasi Gardemaß für einen Verteidiger. Es ist natürlich von Vorteil, wenn man ein paar Kopfbälle halt auch zu gewinnen hat in der Defensive. Und ich glaube, dass ich da mit meinen 1,91 schon einen leichten Vorteil habe. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt nicht mehr hochspringen muss bei Kopfbällen. Ich habe natürlich durch meine Statur schon den einen oder anderen Vorteil, vielleicht auch in individuellen Zweikämpfen. Der Turm in Herthas Abwehr nutzt die Zeit zwischen den Trainingseinheiten und schaut sich den Glockenturm am Olympiastadion an. Sebastian wurde in Speyer geboren. Seine Heimat ist allerdings Münster, wo Familie und Freunde leben. Jetzt ist er etwa seit einem halben Jahr in Berlin. Noch als Tourist oder schon als Berliner? Eins von beiden. Ich kann nicht nach 4 Monaten behaupten, dass ich Berliner bin. Aber ich fühle mich, wie gesagt, sehr, sehr heimisch schon, muss ich wirklich zugeben. Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Privat wie beruflich und von dem her bin ich sehr, sehr froh, dass ich in so einer schönen Stadt sein darf. Wenn das Umfeld dann halt auch noch dementsprechend passt und das tut es, ist es natürlich ein umso schöneres Gefühl. Privat führt er übrigens eine Fernbeziehung. Seine Freundin studiert noch in München und so pendelt Sebastian gerne mal an freien Tagen. Mit dem Fahrstuhl geht es im Glockenturm dann ab nach oben. Auf der Aussichtsplattform wartet der Panoramablick über Berlin und natürlich auf das Olympiastadion. Mit den bisherigen Leistungen sind die Aussichten auch für Hertha gut. Langkamp ist jedenfalls optimistisch. Die letzten Spiele bzw. die letzten Monate haben gezeigt, dass wir absolut konkurrenzfähig sind. Und da wollen wir natürlich den Weg positiv weitergestalten. Und so können die Berliner ja vielleicht auch dank der Qualität von Sebastian Langkamp weiterhin ganz oben stehen.